Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Und da hinten ist doch irgendwas. Schneller! Das ist eine Truhe. Mal sehen, ob wir die bekommen. Oh, das ist auf Zeit irgendwie. Aber die ist doch unlocked. Interesting. Ah, jetzt ist sie gelockt. Fuck. Komm schon. Geschafft. Neue Optik. Für die da. Ah ja. Das wäre die Rüstung da mit mehr. Plus 2 Ausdauerfelder ist natürlich auch interessant. Zugegebenermaßen. Da hinten dürfte es wohl auch irgendwas geben. Ja. Kennt meine wahre Macht noch nicht. Okay, dann müssen wir aber wieder dort zurück. Ich würde auch mal vorschlagen, wir werden sehr bald Herakles aufsuchen. Da wir gegen den jetzt schon einmal gekämpft haben und der jetzt nicht so schwer war und auch relativ langsam. Scheint halt einer zu sein, dem man halt hauptsächlich ausweichen sollte. Und wir sollten vielleicht auch mal mehr tauchen, was aber schwierig ist wegen Ausdauer, ne? Wenn sie unter Wasser ziemlich cool ausschaut. Ja, von da sollte man eigentlich drüber kommen dann. Auf die Ausdauer aufpassen. Da drüben gibt es Ambrosia versteckt. Ausgezeichnet. Wird uns sicherlich im Kampf gegen Herakles helfen, wenn wir noch einen Lebensbalken mehr haben. Da haben wir 7 schon. Oh. Das gibt dann natürlich wieder Tränke. 60 Granatäpfel kriegen wir. Also Heiltränke sind kein Problem mehr. Okay, und wie kriegen wir das Tor auf? Shit. War offensichtlich nicht da heroben. Sehr wenig Platz da drin. Oh. Great. Da ist Wasser. Das könnte ein unterirdischer Eingang sein. Subnautica Vibes. Ah ja, das, oder? Da geht's rein. Bleib unten. Ich fürchte, das ist um 1 zu wenig.
fürchte, auf die Schnelle komme auch an kein anderes ran. Nein, das geht schon! Ha! Jawohl! Perfekter! Das würde auch gehen. Das nicht. Boah, das ist... Das ist jetzt schwierig, ne? Ich würde mal erst die Äxte nehmen. Oh, und mehr Rüstung ebenfalls. Na bitte, das sind wir ja, würde ich mal sagen, gut gerüstet gegen Herakles, oder? Gibt es irgendwas Billiges für 4? Schaut nicht so aus. Die Münzen vielleicht was. 8 Stück. Damit können wir durchaus was erreichen. Das sind leider 10, das sind 10. Das ist wurscht. Das sind 10. Das sind 8. Aber wir schauen mal hier. Viel Zeit leider. Vielleicht wäre interessant, was ist eigentlich dieses Plus? Okay. Puh, das könnte auch gut sein, ne? Okay, das ist natürlich auch interessant. Die Luft ausweichen, aber das haben wir bis jetzt noch nicht. Nehmen wir mal das hier. In der Luft ausweichen ist etwas, was man. Das hätte uns schon oft geholfen. Auch wenn es noch einmal geht. Bescheid, wenn du gern irgendwas kaufen willst. Ja, was kaufen. Stellvertreter besiegt. Gemeinsame Feinde, was haben wir hier? Einfach nur irgendwelche Gegner besiegen. Oh, 2 Münzen für uns. Dankeschön. Noch irgendwas? Möchtest du gern etwas kaufen? Ja, wir haben nichts. Wir haben kein Geld. Aber wir können doch noch was kaufen, weil wir noch Münzen haben. Wenn auch nicht viel, weil das kostet alles 8. Das kostet 6. Das hier. Ich glaube, das könnte ziemlich gut sein. Warte, wie ging das? Müssen wir nochmal schauen. Aber das werden wir sicher gut einsetzen können. Achso, das sind ausgerüstete Vorteile. Plus 50% Betäubung mit Axt gegen Angriff. Okay.
Auch hier. Was haben wir hier? Widerstand. Der aufgeladene Schuss verursacht 200 Betäubung. Vergangene Schatten. Okay. Nach erfolgreichen Parieren. Shift-Taste und normaler Angriff. Okay. Wird so natürlich nicht gehen, weil wir nichts parieren können. Aber okay, ich würde mal vorschlagen. Herakles, wir kommen. Wir kommen, um dich zu holen. Ich meine, wir sollten den hinbekommen. Wir sind voller Tränke oder so voll, wie wir es sein können momentan. Wir haben noch mehr Leben jetzt. Upgrade für die Axt. Ja. Und für den Helm. Wobei es für die Axt natürlich sehr wichtig ist, weil vor allem nachdem wir jetzt diesen Ausweichkonter-Dings da haben. Der versteckt sich wohl irgendwo da unten. Oh Mann, da ist ein fetter Gegner. Hey, da ist ein Gewölbe unten. Legendäre Chimera. Puh. Fürchte, dass die stark ist. Vielleicht doch nicht so sehr wie befürchtet. Versuchen wir es mal. Also, er hat eine sehr kurze Reichweite, der ist ein Feueratem. Weiß nicht, ob es gut ist, an den... Oh oh. ...ranzugehen. Oh oh. Okay. Er kann auf jeden Fall im Nahkampf gut angreifen. Oh, fuck, kommt gleich öfters. Feueratem, ein bisschen auf Abstand gehen. Und dann mit Pfeilen zurückschießen. Oh oh. Und, again. Der braucht auf jeden Fall ganz schön viel Betäubung, bis der mal zu Boden geht. Das kann man, den kann man einfach ausweichen und ihm währenddessen noch geben. Das werden wir gleich mal mit einem Skill geben. Los! Bam! 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 Shit, hat nicht gereicht. Der trifft ziemlich schlecht damit. Bam, bam. Bam. Kriegen ihn! Wow! Zack! Nimm das! Oh oh! Gut, dass seine Genauigkeit mit diesem Angriff
was jetzt schlecht ist. Ich frage mich, ob man diesen Feuerball zurückschlagen kann. Sollten wir mal ausprobieren. Aber dann vielleicht nicht jetzt. Komm, versuch's nochmal mit Feuerball. Ja. Haha, jawohl, das geht. Und das macht auch noch ganz schön Schaden. Über 1000. Vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, einfach zu blocken, anstatt auszuweichen. Schon wieder der Angriff. Der Angriff wird langsam fad und du hast noch nicht einmal damit getroffen, Kollege. Was gut ist für uns natürlich. Oh, ouch, das hat natürlich wehgetan. Nimm das! Bam. Okay, ein langer Kampf, aber einfach. War nur sehr ausdauernd, aber es war jetzt keiner, der... War jetzt kein guter Damage-Dealer. Oh, wir haben wieder was... Hoppla. Bekommen. Einen neuen Beepmat. Beim Treffen mit Schleichangriff und aktiv und da wird die Zeit verlangert. Ja, großartig. Was kannst du nochmal? Extra Damage. Weniger Ausdauerverbrauch, nur halb so viel Ausdauerverbrauch ist auch nicht schlecht natürlich. Mehr Betäubung, ja, könnte auch gut sein, weil Betäubung ist natürlich auch verdammt gut. Aber nur 100 plus 150%. Versuchen wir mal, das doch wieder mit mehr Betäubung. Was haben wir denn da markiert? Achso, das ist noch immer das hier. Wo wir so eh nicht hin können. Nee, nee, wir schauen mal, dass wir da hinkommen. Beziehungsweise, da ist ja ein Tartarus, wenn wir schon hier sind. Warte mal, ist das nicht der Tartarus? Egal, wir gehen da rein. Who cares? Brauchen wir sie auch nicht mehr heilen, weil da drin können wir sie eh heilen. Herakles, I'm coming for you. Da ist er ja auch. Als Geist. What the fuck? Sollen wir das einsammeln? Okay. Na schön. Oh. Du hast auf der anderen Seite. Wird man irgendwas tun müssen, um zu ihm zu kommen, ne? Warte mal, gibt's hier nicht auch irgendwo eine versteckte Truhe dann eigentlich? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wow! Oh. Und wie sollen wir denn hier rankommen? Na toll, jetzt liegen beide da oben. Wow. Ich glaube, ich hab's. Boom. Nein! Wieder auf der Quack. Na klar. Ich glaube, ich hab's. Alles andere ist einfach, aber... Ich glaube, ich hab's. So. Oh Mann, also das da hinten, ja, okay, das war ziemlich einfach, aber das hier, das ist nochmal eine andere Nummer.
Vor allem, wenn es dann da daneben schmeißt, vielleicht. Okay. Nummer 1. Dong, dong. Passt. Hammer. Und. Los! So zum Beispiel, ne? Das ist mal wieder eine der coolen Ideen. Das ist wieder deppert. Irgendwie kommen wir da nicht so richtig auf die andere Seite. Na also. So, aber SIZ sollte da nicht irgendwo noch eine Truhe sein. Darum ist sie mal nicht. Oder kommt die erst im Nachhinein irgendwo? Weil da geht es ja links und rechts noch ein bisschen weiter scheinbar. Und da ist wohl mal keine, oder? Sehen. Sagt die Zeit. Oh, Part ist zu Ende. Müssen wir den nächsten Part machen. Muss weiter, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und zeige. Bis zum nächsten Mal. Ciao.